Hallo zusammen und willkommen zurück hier bei Fit mit Anthony. Ihr seht, der Tony ist auch jetzt fleissig dran, seinen Körper zu trainieren, ja. Fitter zu werden, immer. Aber viel wichtiger als nur, welche Handlehre jetzt gerade Luft ist, eigentlich, wie er sich ernährt. Und das hier, Tony, das ist übrigens ein Öpfel. Wie heißt so ein rundes Ding, das siehst du überall in den meisten Läden, ist das erhältlich. Kaufst ein paar von denen, ess ich das. Aber ich bin ja nicht der Experte, um dich in Sachen Ernährung beraten, sondern das ist Maria, die auch da ist, und natürlich auch der Gesundheitscoach Zara, der Tony auch beratet. Und ja, ihr zwei sind ja zusammen letztens einkaufen und kochen, um so mal etwas richtig Gesundes zu essen. Und wie es Toni, wie es dir dort ergangen ist, das sehen wir jetzt. Ich habe nicht mit der Maria abgemacht, meinem Personal Coach. Aber heute nicht zum Fitness machen. Nein, heute zum Pizza machen. Oh yeah! Hey Toni! Hey! Bist du ein bisschen spät? Ja. Aber schau, dafür habe ich schon eingekauft. Also ich würde sagen, jetzt gehen wir richtig einkaufen. Was ist eigentlich das da? So. Danke, Messi. Wünsche ich Ihnen auch. Danke. Also ich würde sagen, jetzt haben wir es. Gehen wir kochen. Aber eine Frage habe ich noch. Zu mir oder zu dir? Also ich würde sagen, zu mir. Ich wohne gerade um die Ecke. Okay. Ich würde sagen, wir setzen uns einmal jetzt ran und schauen wir mal, was wir einkauft haben und wie was wir starten. Okay. Perfekt. Was hast du gekauft? Ich habe einfach normalen Teig gekauft. Also bei Fertigteig ist es halt einfach so, dass natürlich viel Weizen drinnen ist, dann sind Transfette drinnen, oftmals ist Zucker drinnen, das heißt, das brauchst du jetzt nicht. Und wir werden heute einen Teig machen mit Blumenkohl und mit Eiern. Ja. Ah, okay. Wirklich super aus, nicht? Ich weiß nicht, ob du es ernst meinst oder nicht. Vielleicht weiss es einfach, um mich so ein bisschen motivieren und gut zureden. Das ist meine Ernst. Ah, wirklich? Also, schön. Ja, okay. Tomaten in der Dose. Das sind eigentlich frische Tomaten, die einfach geschnitten und geschält sind. In dem Fall ist es jetzt oftmals so, dass einfach sehr viele Zusätze drinnen sind, ein Haufen Zucker, einfach noch mehr Salz, das brauchen wir gar nicht. Deshalb schlage ich vor, wir machen die Soße heute komplett frisch. Geht super schnell und schmeckt eigentlich auch noch besser. Und wie gesagt, wenn aus der Dose oder aus dem Glas, dann wirklich hinten drauf schauen, dass nichts drinnen ist. Also es gibt im Bioladen wirklich Variationen, da wo man dann eigentlich wirklich 100% der Tomate hat. Und da habe ich kein Problem damit. Wenn es schnell gehen muss, kannst du es auch so machen. Ich würde sagen, du kannst schon mal anfangen mit den Tomaten zum Schneiden. Okay. Gib dir das mal darüber. Ich fange mal an. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with. Gemüse haben wir halt einfach nur zum Belegen. Weil eben, das gibt es bei dir nicht. Nein, also, nicht, nein. Das wirst du heute mal kennenlernen. Ein bisschen Paprika haben wir. Pilze, frische Kräuter habe ich noch parat. Ein bisschen Basilikum, okay. Zwiebel und das ist es eigentlich schon. Also jetzt können wir es in den Ofen geben. Okay. Das ist jetzt unser Ergebnis. Was sagst du dazu? Hey, Maria, wirklich mega gut. Es sieht mega gesund aus. Also ich bin mega gespannt, wie das Ganze schmeckt. Dann würde ich sagen, probier es einfach mal. Ja, unbedingt. Ja, cool. Also, wie die Pizza, wie Pizza Yoga, fertig. Maria, danke für deine Tipps. Jetzt weiß ich, wie man eine gesunde Pizza macht. Großartig. Freut mich, dass das schmeckt. Und zur Feier des Tages habe ich jetzt noch einen Gurkensaft für dich vorbereitet. Mal was Gesundes anstatt ein Bier.
Dann würde ich mal meinen, zum Wohl. Zum Wohl.